Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Ich werde ab und zu gefragt, ob ich ein Hotel in Wien empfehlen kann. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil ich natürlich hier noch nie übernachtet habe in einem Hotel. Und was ich, glaube ich, empfehlen kann, ist das Magdas Hotel im 3. Bezirk. Da habe ich auch mal ein Zimmer gesehen im Rahmen einer Führung und habe auch dort schon gegessen. Das ist ein soziales Unternehmen der Caritas, die auch sehr viele Menschen mit einem Flucht- oder Migrationshintergrund beschäftigen oder auch ausbilden. Und das, denke ich, ist auf jeden Fall eine unterstützenswerte Sache. Das ist im 3. Bezirk. Und das andere, was ich, glaube ich, auch mit gutem Gewissen sehr empfehlen kann, ist das Boutique-Hotel Stadthalle im 15. Bezirk. Ich habe da noch kein Zimmer gesehen, aber ich war zweimal frühstücken dort und ich verfolge es auf Facebook schon seit längerer Zeit. Und die legen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und was halt da alles so dazugehört. Und ich war eben zweimal frühstücken dort. Einmal im Sommer, da kann man sehr schön im Freien frühstücken, also in einem Innenhof. Und das zweite Mal jetzt, im Winter, da sind wir drinnen gesessen, war auch recht gemütlich zum Drinsitzen, nicht so wahnsinnig groß. Es war relativ ruhig und es ist ein sehr, sehr umfangreiches Buffet. Es ist Bio und man kann eben auch als Nicht-Hotelgast dort frühstücken. Es kostet 23,50 Euro. Das klingt jetzt vielleicht einmal nicht billig, aber es sind alle Getränke inkludiert und das Buffet ist wirklich groß und gibt viel. Und wir haben gleich vor Ort dort eine Audioaufnahme gemacht von dem, was wir alles gegessen haben. Also, ich habe sehr viel gegessen. Ich habe gegessen mal ein paar Aufstriche, alle 4 veganen Aufstriche. Das war Erbse, Tomatenbasilikum, Krähen und Bohne war, glaube ich, das 4. Hummus. Und dann noch einen Bohnensalat, einen Kichererbsensalat. Das war aber jetzt ohne viel Salat. Das war vor allem Bohnen und Kichererbsen mit ein bisschen Jungzwiebel. Also war nicht schlecht, getrockneten Tomaten, aber ich habe mal ein bisschen mehr Salat erwartet. Aber die Aufstriche waren sehr, sehr gut. Krähen war wirklich frisch gerieben, sind alle selbst hausgemacht hier. Krähen war scharf, frisch gerieben, also anders als so ein gekaufter Aufstrich. Was hatte ich noch? Ein Porridge mit Nussgranola, ein Kokosjoghurt mit Apfelzimtkompott und dann hatte ich noch einen Kuchen mit, was war das, ein Bananenkugelhupf und ein Kirschkuchen. Und der war mit Nüssen, waren nicht viele Kirschen, es war eher so ein trockener Kuchen, der war sehr, sehr gut. Bananenkugelhupf war auch sehr gut, aber besser hat mir noch der Kirschkuchen geschmeckt. Und das Buffet ist riesengroß, ganz viele Sachen. Ah ja, einen Tee, es gibt so Sonnentort-Tees, ich hatte einen Gute Laune. Andreas, du hast Wurst gegessen? Ich habe verschiedene Wurstarten gegessen. Schinken, Salami und das habe ich schon tatsächlich wieder vergessen. Gute Schinken. Ja, genau. Und einen Chili-Käse. Ich esse schon gerne scharf, aber zum Frühstück, weil der ist wirklich sehr viel Chili drin gewesen. Zum Frühstück war das sogar mir dann schon fast ein bisschen zu viel. Habe es trotzdem gegessen. Ich glaube, der würde mir abends besser schmecken, aber zum Frühstück ist dann doch ein bisschen zu scharf. Ja, dann habe ich gegessen so Gemüsezeug und Kirschkuchen. Gut, das Stück von die Claudia war noch nicht so weit, deshalb habe ich mich an ihrem Bananenkuchen vergriffen. Muss ich sagen, der Kirschkuchen war besser und davon habe ich dann auch noch ein paar Stückchen genommen. Er hört sich jetzt wieder so an, aber das war ja nur kleine Portionen. Ne? Aber vier Stück. Kleine Stückchen. Ne? Es gibt eine große Auswahl auch an Gebäck. Ich hatte so einen Leinsamenweckerl. Tees gibt es eine große Auswahl. 10 verschiedene, ja. Es gibt viele vegane Sachen. Auch so Hafermilch, Sojamilch. Mhm. Kann man auch als Getränk bestellen. Mhm. Ich hatte eine heiße Schokolade mit Hafermilch. Mit Kakaoherz, schnell und schön serviert. Dann gibt es auch so Silberzwiebel und Gurkeln und echt von allem viel. Fällt dir noch was ein? Mich jetzt gefreut, bei der Brotauswahl gab es auch Maiswaffeln, also glutenfreie Alternative. Mhm.
Und genau, den Tofu haben wir noch nicht erwähnt. Ja, genau. Einen normalen geräucherten Tofu und einen Tofu Rosso, fein aufgeschnitten. Habe ich beide probiert, waren auch sehr gut. Und viel Auswahl an Müsli und womit man das Joghurt oder die Milch toppen kann. Genau, Obst natürlich, Obstsalat, genau, und Obst im Ganzen. Und ich finde, man sitzt auch ganz gut, es war recht ruhig. Ja. Und ich sitze hier auf einer Bank und ganz gemütlich. Es gab auch noch andere Kuchen, die auch sehr lecker ausgeschaut haben, die wir aber leider nicht mehr essen konnten. Und ganz vergessen habe ich zu trinken, es gab so Hasenfit-Säfte. Da gab es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Apfelkarotte, Apfelholunder und Apfelkarotte-Rote Rübe. Da wollte ich unbedingt noch einen trinken, das habe ich dann leider vergessen. Es gibt auch Honig vom eigenen Honig vom Lavendeldach. Und ich habe dann beim Gehen gefragt, ob man sich das Lavendeldach vielleicht ansehen kann oder ob man da im Sommer vielleicht auch draußen sitzen kann. Aber das geht leider nicht. Also es ist nicht gesichert. Es gibt nur ein Zimmer, das direkt zum Lavendeldach hinausgeht. Aber man darf es nur auf eigene Gefahr betreten und es ist eben ungesichert. Also eigentlich nicht gedacht, um das zu betreten. Schade, leider. Ja, dann habe ich auch noch gefragt wegen den Preisen, wegen den Zimmerpreisen. Also das ist unterschiedlich. Es sind tagesaktuelle Preise. So pro Person zwischen 70, 80 oder 110 Euro. Und es hängt immer davon ab, wer in der Stadthalle gerade auftritt. Also wenn die Helene Fischer auftritt, dann wird es teurer. Es ist nämlich nicht weit entfernt von der Stadthalle, also vielleicht 5 Minuten, würde ich sagen. Die Adresse vom Hotel ist Hackengasse 20. Das ist auch nicht weit entfernt von den U-Bahn-Stationen U3 Schweglerstraße oder vom Westbahnhof. Ich würde schätzen, dass man vielleicht so 7 bis 8 Minuten geht, wenn man normal schnell geht. Und die Straßenbahnstation 49 ist noch näher und mit der kommt man ja auch in ein paar Stationen in den ersten Bezirk. Also wenn ich Urlaub in Wien machen dürfte, dann würde ich, glaube ich, sehr gerne dort übernachten. Und so werde ich halt ab und zu wieder zum Frühstück dorthin gehen. Das war's für heute. Falls ihr eine Rückmeldung habt oder eine Frage oder einen Themenvorschlag, dann schreibt mir bitte an claudia@wien-tipps.info. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert oder die bisherigen Folgen hört auf wien-tipps.info. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.